Hallihallo an diesem wunderschönen und vor allem sonnigen Mittwoch, den 19. August 2020. Sind wieder ein paar Tage vergangen, seit ich das letzte Mal hier berichtet hatte. Und in der Zwischenzeit ist auch hier wieder ein bisschen was passiert, daher der nächste Beitrag. Leider ist jetzt hier neben dem üblichen Baustellenlärm auch ein Helikopter irgendwie der Polizei hier in der Umgebung unterwegs. Hier gab es ein Tötungsdelikt oder so in den letzten Stunden oder irgendwie letzte Nacht oder so. Und jetzt klären die da irgendwas auf. Das macht halt ein bisschen Krach und ja, das kann ich leider nicht so wirklich ausblenden. Was sich hier halt vor allem getan hat, ist im äußeren Bereich, da wo der Kran stand, den Kran gibt es in der Form nämlich nicht mehr. Der wurde tatsächlich vor einigen Minuten, vor einer Stunde oder so etwa abgebaut, als Anhänger eben abgeschleppt wieder, fährt bestimmt auf die nächste Baustelle. Hier auf dieser Baustelle wird er nicht weiter benötigt. Und was sich auch getan hat, und das war gestern am Abend oder so, am Nachmittag, es wurden die Fenster hier angeliefert. Die kann man hier sehen. Die stehen jetzt also da, wo in etwa der Kran stand, beziehungsweise der Kran stand halt da rechts daneben. Die Fenster wurden hier auf zwei solchen Paletten angeliefert und stehen jetzt hier halt im vorderen Bereich. Der Hintergrund ist der folgende. Und zwar normalerweise bringen die Monteure, die Fenstermonteure eben diese Fenster mit an dem Tag, an dem die montiert werden. Das passiert innerhalb von einem oder zwei Tagen, sind die hier durch mit dem Thema. In meinem, beziehungsweise in unserem Fall, möchte ich ja in die Fenster Read-Kontakte eingebaut haben, Fensterkontakte, damit ich halt den Fensterzustand kenne. Also dann sehe ich halt, ob der Fensterflügel oder die Fensterflügel in den Fenstern halt offen oder verschlossen sind, gekippt sind und so weiter und so fort. Die hätte ich jetzt auch mitbestellen können beim Fensterhersteller. Da war aber der Kostenpunkt irgendwie 150 Euro pro Fenster. Ich hatte auch beim Hersteller angefragt. Die wollten dann irgendwie 50 Euro pro Fensterkontakt. Ich brauche pro Fenster irgendwie drei Stück, vier Stück, je nachdem, um welches Fenster es geht. Das geht dann auch in Richtung 150 Euro, dann kann ich es auch gleich machen lassen. Aber also beide Optionen erschienen mir halt nicht besonders attraktiv, insbesondere weil die Kontakte selbst, das sind so kleine Read-Kontakte, die gibt es halt ab wenigen Euro. Ich habe jetzt ein paar bestellt für 3 Euro, 2,87 Euro, um genau zu sein, die ich plane hier einzubauen. Aber ich muss halt jetzt innerhalb der nächsten 3 Wochen, also die Fenster werden jetzt hier 3 Wochen herumstehen. Und in 3 Wochen ist eben der Montagetermin und bis dahin muss ich diese ganzen Kontakte eben eingebaut haben. Da müssen wir jetzt erstmal ein vernünftiges Bild von machen. Das ist jetzt für heute eben der Plan. Also ich hatte hier, man kann es ja sehen, die sind tatsächlich noch komplett eingepackt. So werden die angeliefert auf so Metall, ja Paletten sind es nicht, aber irgendwie Paletten mit Träger oder so. Die sind halt hier so aufgebockt, ein bisschen miteinander mit eingeschweißt, auch ein bisschen hier mit so einem Band befestigt, aber im Wesentlichen sehr, also ich hätte mir fast vorgestellt, dass die ein bisschen besser verpackt sind, aber ja, scheint alles geklappt zu haben. Einen kleineren Fail gibt es anscheinend schon, und zwar hatten wir silberne Fenstergriffe bestellt. Jetzt hat sich aber herausgestellt, beziehungsweise ich habe hier so einen Karton, sehe ich hier, in dem finden Sie Fenstergriffe mit dieser Farbe. Ich glaube, das ist nicht Silber. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Monteure da irgendwie nochmal andere Fenstergriffe mitbringen oder ob das irgendwie falsch bestellt, falsch geliefert, keine Ahnung, muss ich dann nachher nochmal nachgehen. Spielt aber keine Rolle, die Fenstergriffe, die werden ja nur mit 2 Schrauben so im Fenster befestigt. Das lässt sich sicherlich auch im Nachgang noch klären und ändern. Jetzt geht es halt darum, die Fenster hier irgendwie halbwegs ohne Kratzer, beziehungsweise tatsächlich ohne Kratzer von der Palette zu nehmen. Ich habe mir hierfür solche Klappböcke zugelegt. Ich habe hier solche Böcke, auch da möchte ich das Ganze eben auflegen. Ich habe auch ein bisschen Polstermaterial da innen noch in Form von Malervlies und so einem PE-Schaum. Einfach um das bestmöglich zu schützen vor Kratzern, vor dem Dreck hier auf der Baustelle. Die sind ja auch hier so ein bisschen mit so einer Schutzfolie ausgestattet. Aber man kann schon sehen, die Folie, die reicht jetzt hier zum Beispiel nicht über den gesamten Bereich. Auch auf der anderen Seite habe ich zum Teil gesehen, ist das mit dem Schutz, kann man hier jetzt sehen, in dem Schutz so eine Sache, also die liegen zum Teil auch frei und da möchte man sich keine Kratzer einfangen. Ich sehe hier zum Beispiel, gibt es schon einen solchen Kratzer. Also das ist jetzt gerade nicht so schön. Aber gut, ich meine, der letzte, die Kante, die wird sicherlich irgendwie verputzt werden oder eingeschäumt werden oder sowas. Aber ja, das möchte ich halt vermeiden, damit es da eben nicht zu solchen unschönen Kratzern und Beschädigungen kommt. Und jetzt muss ich die halt alle der Reihe nach hier irgendwie auflegen, aufbocken und mir dann Gedanken machen, wie ich diese Fensterkontakte einbaue. Auch das werde ich dokumentieren, aber das ist tatsächlich auch Neuland für mich. Und ich kenne natürlich jetzt diese Fenster im Speziellen nicht und muss halt schauen, wie man das mit den Beschlägen, die sich ja innen drin befinden,
mit den Fensterkontakten da am idealsten löst. Und sobald ich da irgendwie auf eine Lösung oder auf eine Idee komme, werde ich euch sicherlich nochmal mitnehmen. Ich baue das jetzt hier mal so ein bisschen auf, schaue mir die ersten Fenster an, schaue, ob die Fenster auch alle gleich sind oder ob es da bei den verschiedenen Fenstern nochmal Unterschiede gibt. Die grundsätzlich ist das alles vom selben Hersteller. Sowohl die Beschläge als auch die Rahmen als auch die Scheiben und so weiter. Aber wer weiß, ob sich da im Detail nicht irgendwelche Unterschiede finden lassen. Und dementsprechend schauen wir das jetzt einfach mal an und werde halt versuchen in den nächsten 3 Wochen. Das ist sicherlich, sind das viele Stunden Arbeit. Also selbst wenn ich dann irgendwann mal weiß, wie ich das lösen möchte, ist das sicherlich pro Fenster dann nochmal eine halbe Stunde, eine Stunde Arbeit, die dann tatsächlich richtig zu verbauen. Man wird da auch löten müssen, man wird da kleben müssen. Das ist schon ein bisschen Bastelstunde. Und man will das Ganze natürlich auch möglichst robust haben, damit das halt auch langfristig hält, beziehungsweise auch irgendwie wartbar, vielleicht, dass man so einen Kontakt auch austauschen kann im Nachgang, wenn sie nämlich herausstellen nach dem Einbau oder auch nach 1, 2, 3 Jahren, dass da jetzt was kaputt ist, möchte ich jetzt nur ungern das ganze Fenster rausreißen. Und da sich das ja im Rahmen befindet, wird es nicht ganz einfach sein, da hinzukommen. Deswegen ist die Idee aktuell, ohne das jetzt verifiziert zu haben, halt das in irgendeinem Art Schlauch zu führen. Aber wie gesagt, das muss ich mir jetzt vor Ort anschauen. Deswegen war das eben so von der Koordination, dass diese Fenster hier 3 Wochen vor der Montage schon angeliefert werden. Das gibt mir jetzt genug Zeit, mir das mal anzuschauen, die Kontakte, die ich habe, zu testen, gegebenenfalls halt andere Teile zu bestellen, beziehungsweise ich habe sowieso nicht genügend Kontakte. Ich hatte halt von verschiedenen Kontakten, von verschiedenen Typen einfach mal so eine offene Reserve auf gut Glück ein paar bestellt, um jetzt eben erste Tests durchführen zu können. Und sobald ich dann mich irgendwie entschieden habe, wie es da weitergeht, bestelle ich die dann halt in der richtigen Menge nochmal nach. Ja, ansonsten ist jetzt hier auf der Baustelle nicht allzu viel passiert, was man von außen sehen würde. Also das Haus hat nach wie vor eben noch kein Dach. Das sollte ursprünglich eben Ende der Woche angeliefert und installiert werden. Ich habe da meine Zweifel, ob das klappt. Der letzte Stand war, dass das Holz noch nicht mal da war. Insofern kann das schon durchaus sein, dass das auch hier ein bisschen Verzögerung gibt. Aber das stört jetzt uns erstmal nicht. Wir haben ja hier mit den Fenstern zu tun und auch im Innenausbau geht es eben weiter mit der Rohinstallation der Elektrik, beziehungsweise halt dem Setzen von Dosen, dem Verbinden der Dosen mit Leerrohren und so weiter. Und wir sind dabei im Kellergeschoss mehr oder weniger durch, zumindest mit den ersten Arbeiten eben, und machen jetzt hier weiter im Erdgeschoss. Man kann das da sehen, ich habe da eben Markierungen vorgebohrt, beziehungsweise halt mit Markierungsspray gearbeitet, um meinen Helfern dann zu signalisieren, was wo gemacht werden soll. Und dann musste an den Stellen halt eine Unterputzdose gesetzt werden. An anderen Stellen muss gefräst werden. Und das hat sich so jetzt irgendwie eingespielt und etabliert. Hier ist noch eine Menge zu tun. Und dementsprechend mache ich mich jetzt mal an die Arbeit und freue mich auch schon wieder, euch in den nächsten Beiträgen dann hoffentlich von Fortschritten berichten zu können. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.